Geld, ein bisschen Geld einzahlen. Oder. Und 34.000 wieder mal. Wenn wir jetzt die 900.000 geknackt haben. Ja. Fast 902.000. So, ich lade euch schon mal ein, gehe aber noch mal schnell auf Toilette. Ja, mache ich genauso. Es geht gleich weiter mit der Befreiungsaktion. Moment. So, bin wieder da. Yvonne, hast du gar keine... Ach doch, jetzt. Ich dachte schon, du hast keine Dings gekriegt. Ich hatte eine Einladung, hab du gerade Snacks noch geholt. Das wäre ich doch lieber. So, wieder da. Dann können wir wahrscheinlich jetzt starten. Marco ist auch noch nicht da, oder was? Doch. Okay. Ich warte nur drauf, dass hier Go geht. Ja, go. In den Po. Das ist dein Part. Rette Gustavo. Ich kenne nur Leroy. Gustavo. Ich kenne auch Leroy. Leroy Jenkins. Keine Ahnung. So, Rette Gustavo. Ach Gott, Alter, warum immer so Kilometer Touren? Fährst du mit deinem Quad oder soll ich mit dem Auto mitnehmen? Ich fahre mit Quad. Aha, okay. Na los, kurz. Das sind 8,7 Kilometer, das ist das Geilste. Das sind immer so ewig lange Touren. Da oben. Ah, bewegliches Ziel. Happy Birthday. Na klar. Also wir dürfen wahrscheinlich das Auto nicht zerstören oder nur den Fahrer irgendwie killen oder so. Naja, ich dachte mir schon. Ach, der kommt von zu. Ich hatte eben 7, irgendwas Kilometer, jetzt 6, irgendwas, also gefühlt kommt der gerade auf uns zu.
Ich vermute auch, dass wir einen Fahrer killen müssen. Beziehungsweise sämtliche Besatzungsmitglieder da von dem anderen Auto, also den Gustavo. Vier. Die Frage ist, ob sie hier auf die Autobahn wollen. Aber ich bin jetzt gleich bei denen. Jetzt fahren wir auf der gleichen Straße, ja? Ja, ich fahre unten auf der Autobahn. Ich habe die Autobahn genommen. Ja, wir sind auch gerade auf der Autobahn. Ja gut, ich hab halt noch 2,3 Kilometer. Beziehungsweise jetzt zwei... Ah ne, jetzt fährt er wieder weg. Okay, der ist auf die Autobahn und fährt jetzt weg. Ne, hier ist er. Scheiße! Ich hab ihn. Also was heißt, ich hab ihn. Ich sehe, wo er kommt. Was ist das für ein Auto? Ach, das ist der Bus! Das hat dich Kopf so in der Hände direkt. Ist das so ein Gefängnisbus, oder? Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, natürlich wäre ich natürlich lieber mit dir mit deinem Zoom gefahren. Ah, wenn mir die scheiß KI nicht vor die Karre semmeln würde. Heißt es natürlich. Ja, das sieht aus da vorne. Naja. Ich hab den Fahrer. Ja. Hast du ihn einsteigen lassen? Sitzt er bei dir drin? Nee. Jetzt. Hilft doch, ja. Ja, ja, ich hab ihn. Ja, ja, ich hab ihn. Ach, alles gut. Lass mal die Pampa rausfahren, Kopf abschütteln. Mhm. Oh, da kommt auch ein Heli. Ja, der Heli macht mir gerade mal gar nichts. Das ist nur für dich. Achso, da war ein Stein, sorry. Die Wunden liegt unter dem Teil. Nee, ich bin grad nicht auf, mal, dann hab ich jetzt um. So. Vielleicht auch, genau. Ja. Ja, du warst bei mir schon drauf. Hier war ich auch, und da war wieder unten, hä? Ja, noch ein Zug, euer Kopf. Gut, der Zug ist zu Ende, kann man mich jetzt hier im Tunnel fahren und warten. Ja, das ist nicht nur ein Heli, also Minimum zwei. Ich versuch. Also ich hab die Cops weg. Ja, ich noch nicht. Alles gut. Aber ich krieg schon hin irgendwie. So nicht, aber ich krieg's hin. Jetzt blinken sie. Schön, dass man hier auf dem Quad die abgesägte Schrotflinte benutzen kann. Da geht natürlich sowas wie den Fahrer erschießen ganz gut. Komm, komm, komm. Jetzt. Okay, Heli ist weg. Beziehungsweise Kopf ist weg. Alter. So, und jetzt fahren wir das ganze Ding noch 7 Kilometer zurück. Moin. Fürs Kopf. Was ist los? Nachrichten.
So. Selber schuld, Motorradkopf. Um mir einmal jetzt abbiegen zu müssen. Hast du jetzt wieder Sterne? Nein, nein, alles gut. Ja, war nur normales Motorrad, was unser Kursmotorrad. Warum muss die scheiß KI immer ohne zu blinken und ohne zu gucken? Oh, da kommt schon keiner, egal. Biegen wir halt ab. Na, wie gesagt, es sind noch 5 Kilometer, ich brauche noch ein bisschen. Bin aber unterwegs, ich hab den... Wir sind schon wieder fast in der City. Ja, wie gesagt, alles gut. Ich bin mit dem Typen unterwegs. Wir haben alles eigentlich im Griff. Mit dem gepanzerten Kuruma lässt sich halt sehr viel, sehr schnell und sicher erledigen. So. Da oben. 2,8 Kilometer noch. Ist aber auch lustig, ne? Das ganze Ding hier, das ganze Casino beleuchtet hell, überall Glasscheiben. Nur die Penthouse-Sache oben, da sind irgendwie 3 Fenster drin. Spiel fängt wieder an zu lecken. Und in dem Moment krache ich in den Gegenverkehr rein. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gleich da. 1,1 Kilometer. Ja. Ist dran vorbeigefahren, ne? Ach, alles gut, ich hab schon weggefahren. Yay! Jo. Ich hätte deine Kumpels auch mitgenommen, die da irgendwie noch abgehauen sind. Rang 275, noch 25 Level, da habe ich wieder einen Runden. Ein Kill, ja gut, das war der. War die Wache da. Ah, komisch, eigentlich habe ich den Fahrer getötet. Da war na, zählte wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ach, du gehst im freien Modus. Ja, wenn wir jetzt aktualisieren, kommen eh nur irgendwie Rennen oder irgendwas. Kommt doch nie nochmal eine Mission. Ich guck gerade nochmal rein, aber wie gesagt, das können. Also egal. Können wir machen, aber es wird eh. Ja, ja, ist gut. Ja, ja, wie du selber sagst, das sind. Ist meistens so. Bolingbroke. Ja, da brauchst du halt leider für die Gegnermodus brauchst du halt Leute und die haben wir schlichtweg nicht. Deswegen sag ich ja, wir brauchen Henry Leute. Und zwar ernst gemeinte Anfragen und nicht immer nur irgendwelche Leute, die... Ja, das war eben der zweite, der mir einfach geschrieben hat, der hat Bock drauf, dann will ich mit ihm das klar machen, dass er vielleicht sogar heute schon mit dabei ist und dann geht der, ignoriert er mich. Der andere, der ist einfach, ohne was zu sagen, aus der WhatsApp-Gruppe raus, es ist Kotzen. Es nervt mich halt, wenn ich ehrlich bin. Und dann, ja, wie es wäre, aber gerade sagt, ja, ernst gemeinte Anfragen und nicht so wischiwaschi-Dinge, weißt du. Entweder meldet man sich, dann hat man Bock drauf oder. Gesundheit. Dankeschön.
Einladungen sind raus. Das Technik. Kev? Ja, warte, ich komme.